Hallo Konfuzeier, schön, dass ihr wieder da seid. Hier ist sie wieder, eure Josie. Und heute schauen wir uns das Customize-Einstellungsmenü der Lumix zusammen an und das Ganze in der Kurzfassung, denn dieses Menü ist sehr umfangreich. Es gibt viele Einstellungsmöglichkeiten. Heute nur ein kurzer Überblick. Das Ganze startet nach dem Intro. Hier seht ihr wieder wie immer im Hintergrund meinen Schreibtisch und wenn ihr dazu Fragen habt, was da so steht, was das alles ist, wieso, warum das da steht, könnt ihr gerne das Ganze unten in die Kommentare packen. Dann beantworte ich das. Wenn ihr das Ganze natürlich während ich hier auf Twitch gerade am Livestream bin macht, dann ist es natürlich schön, wenn ihr das Ganze dann auch auf die Seite in den Chat packt, dann kann ich das gleich beantworten. Gut, wir gehen aber wieder zu meinem altbekannten Lieblingsgerät, was den dienstaglichen Stream angeht, nämlich meine Lumix-Kamera. Die habe ich auch schon vorbereitet, so ein bisschen zumindest. Ganz natürlich nicht. Machen wir hier mal aus, so, damit ich den ganzen Bildschirm sehe und nicht nur die Hälfte. Wir gehen ins Menü. Heute, wie ihr seht, haben wir wieder den Kamera-P-Bereich eingestellt. Wir gehen aber, die ersten beiden haben wir ja schon, Kameramenü, also Aufnahmemenü und Videoaufnahmemenü. Wir gehen heute in das Einstellungsmenü Custom. Genau. Hier drinnen gibt es 10 Seiten, wie ihr hier drüben seht. Und die gehen wir jetzt im Kurz-Schnelldurchlauf durch. Und wenn wir dann durch sind, dann gehen wir das Ganze natürlich in der zweiten Hälfte einzeln durch. Und ihr bekommt dann von mir die ganzen Sachen erklärt. Genau. So, also fangen wir an. Ganz oben Einstellung speichern. Das bezieht sich auf die C-Knöpfe, die C-Einstellung, falsch, nicht die C-Knöpfe, die C-Einstellung und zwar einmal hier die C1 und den C2. Damit könnt ihr hier die Sachen einstellen. Wie genau, zeige ich euch nachher. So, dann haben wir die Stummschaltung, die ist hier bei mir auf Off. Als nächstes haben wir dann den Autofokus-Speicher. Das bezieht sich auf diese Taste hier in der Mitte, das AFAE-Lock. Das ist diese Taste, was damit ist. Dann das AFAE-Halten bezieht sich auch mit da drauf und auf den Auslöser. So, dann den Auslöser AF. Das heißt, was passiert, wenn ich hier vorne auf den Auslöser drücke? Das ist die erste Seite gewesen. Der zweite Seite Auslöser halb durchdrücken. Was das damit auf sich hat, sagen wir auch gleich. Dann den Quick AF, also den Quick Autofokus. Dann den Augensensor Autofokus. Den Zeit für den AF. Also den Autofokuspunkt und den AF-Punkt an die AF-Punkt-Anzeige haben wir die zweite Seite auch durch. In der dritten haben wir das AF-Hilfslicht. Dann haben wir den Direktfokusbereich, der ist hier off. Das hat mit dem Objektiv zu tun. Dann haben wir den Fokus-Auslöse-Priorität, die AF-Empfindlichkeit, den AF und MF, also Autofokus oder manuellen Fokus. Dann haben wir die manuelle Fokuslupe, das zeige ich euch dann. Die manuelle Fokuslupenanzeige, den manuellen Fokusanzeige. Das Focus Peaking, das Histogramm, das ist ein sehr wertvolles Werkzeug in jeder Kamera. Ist aber nicht ganz so leicht zu verstehen, aber das machen wir auch noch zusammen. Die Gitterlinien. Die Zentralmarkierung, das Spitzlichter, das Zebramuster, der Schwarz-Weiß Live View, dann haben wir auf der Seite 6 die konstante Vorschau, den Belichtungsmesser, den Sucheranzeigestil, den Monitoranzeigestil, die Monitorinfo. Anzeige, das Aufnahmefeld, die Restanzeige, die
Autowiedergabe, die FN-Tasteneinstellung, die Objektivposition fortsetzen, das Quick-Menü, die Radeinstellungen, die Videotaste, die Videotaste bei einer Fernbedienung, die PZ-Objektiv, die Blendenring-Schrittweite, der Augensensor, die Touch-Einstellungen, das Touch-Blättern, die Menüführung und als letztes Auslösen ohne Objektiv. So, legen wir die Kamera kurz beiseite. Das war in Kurzfassung das Einstellungsmenü, die Allgemeineinstellungen für den Custom-Bereich, die sich auf das Fotografieren und Videografieren beziehen. Da steigen wir in Teil 2 dann genauer ein, wenn wir uns die einzelnen Menüpunkte des Customize-Einstellungsmenüs genauer ansehen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und wenn ihr Ideen, Kritiken, Anregungen habt, unten damit in die Kommentare. Jeder einzelne Kommentar wird von mir persönlich gelesen und auch gegenkommentiert. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, aktiviert hier unten irgendwo den Abo-Button und damit ihr dann auch wirklich nichts mehr verpasst, Glocke aktivieren, dann bekommt ihr eine kleine Nachricht. Ja, und wenn euch jetzt noch interessiert, wieso zwischen Einleitung, Einstellungsmenü und dem Outro so ein paar Unterschiede bei der Kamera sind, kann ich euch doch raten, schaut am Sonntag in meinen Twitch-Stream live. Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, bleibt kreativ und tschüss!